Hallihallo, es geht weiter hier bei uns in Arjon. Wir haben ja Damino getroffen, wir haben Waldhüter Noah getroffen, wir haben die Ältesten getroffen und sind jetzt im Moment auf großer Mission. Und zwar müssen wir verhindern, dass die Dukaki, quasi die Bösen hier in unserem, in Poeta, glaube ich, zeige ich euch mal kurz hier, Poeta, das ist quasi unser Gebiet hier. Wir sind hier in Poeta. Und die Dukaki sind hier in der Karabamine und, die holzen hier ein bisschen die Brüder unserer Elim ab. Die holzen quasi Elim ab und wir sollen das jetzt verhindern. Bevor wir das aber verhindern, sollen wir mit Waldhüter Noah sprechen, mit Damino sprechen, ne? Der ist übrigens Level 50. Sora. Ich habe mir überlegt, ich lese das jetzt doch lieber vor. Also seid gegrüßt, Mensch. Alle Elim werden dem helfen, der allen Elim hilft. Wir können die Kobolde nicht einfach aus dem Wald vertreiben. Sie sind auch ein Teil von Arjons Schöpfung. Hier ist genug Platz für uns alle, wenn ihr ihnen die Äxte abnehmt. Jemand muss euch begleiten, wenn ihr alle Probleme lösen wollt. Begebt euch zum Melepones Lager, dort werdet ihr einen Begleiter finden. Ich habe mir jetzt überlegt, das doch lieber vorzulesen. Finde ich auch ein bisschen schöner, anstatt einfach nur zu sagen, lest euch das mal durch. Wenn es jetzt ein langer Text ist, ich glaube, dann kann das jeder verstehen, aber ich denke mal, wir werden das auch so hinbekommen. Also bei kurzen Texten kann ich das gerne machen. Und bei langen Texten, da kann das bestimmt jeder nachvollziehen. Töten wir mal ein Eichhörnchen. Ich habe Langeweile. Ah. Stimmt, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier bei den Fähigkeiten gibt es ja auch die Aktion und Funktion, wo wir quasi Befehle geben können. Da habe ich mir einfach mal aus Just for Fun hier das Salutieren reingezogen. Ja. Also ich finde es lustig. Hallo. Ja, ich weiß noch, früher gab es hier noch ein paar mehr Missionen. Da mussten wir mit Tula sprechen, wir mussten mit Oz sprechen. Wir mussten mit Melepone sprechen, wir mussten mit Lonian sprechen, mit Naeru. Und jetzt müssen wir nur noch diesem Forscher folgen. Und die Dukaki, die Karabamine besetzt haben, haben es jetzt auf den Damino-Wald abgesehen. Was haben sie nur mit den ganzen Bäumen vor? Ich würde sagen, sie machen Brennholz. Sophia Lea, so sehen wir uns wieder. Habt ihr die Probleme der Elin gelöst? Wir berichten, dass es zwischenzeitlich geschehen ist. Die Abholzung muss also gestoppt werden, damit die Dukaki-Kobolde und die Elin friedlich nebeneinander existieren können, richtig? Die Dukaki-Kobolde erscheinen am häufigsten in der Karabamine. Die Tursinkrall haben die Kobolde unterworfen und zwingen sie, Dinge zu tun. Wir müssen zunächst versuchen, die Kobold-Äxte und das Axtbündel aus der Karabamine zu stehlen. Wir haben verstanden. Gut, dann holen wir uns jetzt mal die Äxte und die Axtbündel und dann denke ich mal, sind die ziemlich am Arsch. Das ist auch so eine Art Boss, würde ich mal sagen. Worauf schießt du denn jetzt? Ey. Ja, gehen wir mal rein. Ein bisschen rausrollen. Gucken, was der uns bringt. Leder, Fäustlinge des Windes. Können wir verkaufen. Dann gehen wir schon mal bewaffnet hinein. Unser erstes Ziel wartet ebenfalls. Kobold-Axt, gut. Ja, früher war es sehr schwer, hier drin zu überleben, ehrlich gesagt. Das hat sich natürlich auch in der Zeit geändert. Oh,
So, da haben wir schon alles, was wir brauchen. Dann verpissen wir uns mal. So, dann dann verpissen wir uns mal und dann gucken wir mal, was hier so geht. Sammeln hier nebenbei noch ein bisschen was ein. Kurz die kleine Karte auf, müssen wir hin. Geradeaus. So, ab nach oben. Ist da ein Schütze auf dem Dach? Ich glaube nicht. Ups. Ah, hallo? Sophia Lea, hier, seht mal. Habt ihr die Kobold-Äxte und Axtbündel gestohlen? Wir müssen die Vernichtung des Flamino-Waldes aufhalten. Wir zeigen, dass wir natürlich, dass wir das alles gemacht haben. Das sollte reichen. Habt ihr schon den Kessel da vorne schon untersucht? Ich vermute, dass die Abholzung durch die Dukaki-Kobolde zugenommen hat, weil sie Odium veredeln wollen. Aber sie sind Dukaki-Kobolde und Tursinkral überhaupt dazu in der Lage? Untersucht doch mal den Kobold-Kessel. Machen wir. Gucken wir, was da drin ist. Ein bisschen herumschnüffeln tun wir mal. Das Odium wird verfeinert. Sehr schön. Es reicht nicht, ihnen nur die Äxte wegzunehmen. Das wird die Abholzung des Flamino-Walds nicht beenden. Wir müssen herausfinden, warum die Kobolde die Krall das Odium veredeln. Meint ihr nicht auch, dass jemand anderes dahinter steckt? Auf jeden Fall. Ihr habt gesehen, die sind ziemlich... die sind ziemlich dämlich. Was heißt ziemlich? Die sind sehr dämlich. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da... Glaube ich, dass da auch jemand anderes dahinter steckt. Ein heruntergefallenes Oliumfragment. Ihr seht genau hin und entdeckt Spuren eines Wagens, die nach Osten führen. Who you gonna call? 잘못된 대상입니다. Da ist noch nicht als Ziel markiert. Heiltränke. Gut. Ja, ich nutze sehr, sehr, sehr oft und sehr, sehr viel Heiltränke. Das werdet ihr auch noch bemerken. Einfach, weil es halt Sinn macht und uns halt auch... Ja, warum sollte man es nicht benutzen? Das ist wohl eher die Frage. Jo. Aber er sagt uns quasi nur, dass wir es gefunden haben, dass wir jetzt in die Höhle gehen sollen, deswegen... Ja, hallo, wer bist du? Oh, seid ihr hier, um mich zu befreien? Meine Sicherheit ist im Moment nebensächlich. Es kam mir eigenartig vor, dass die Krall Odium transportieren. Deshalb bin ich ihnen gefolgt. Doch alles, was ich fand, war eine merkwürdige Tür tief im Inneren der Mine. Dann haben sie mich erwischt. Seitdem bin ich hier gefangen. Glaubt ihr mir etwa nicht? Dann seht selbst. Wir sagen, dass wir verstanden haben. Diese Mine ist so tief wie die Timolia-Mine. Folgt der Spur an Odium-Fragmenten auf dem Boden, sie führt euch zu der merkwürdigen Tür. Aber passt auf, dass ihr nicht auch gefangen genommen werdet. Machen wir. Untersucht die dritte Odium-Spur. Die dritte Spur, da ist sie. Dann untersuchen wir mal unser Spürchen hier und dann geht's auch weiter. Da ist schon wieder ein Gegner. Gleich markieren und zack. Da ist noch einer weg. Und noch einer weg. Der hat das fallen gelassen. Wie gesagt, wenn ihr in so einer Höhle seid, tötet alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und nehmt die Sachen mit. Die Sachen werdet ihr am Ende noch brauchen. Ihr werdet dadurch sehr viel China bekommen. Und oh, wir haben eine Belohnung bekommen. Tägliche erledigt 30 Monster auf dem Feld. Dankeschön. Was kriegen wir dafür? Schriftrolle. Handschuhe, die wir nicht anziehen können. Tränk. Kristall. Okay, machen wir mal. Okay, cool. So. Dann fangen wir mal gleich an zu verkaufen. Hier weg, weg, weg. Verkauft auf keinen Fall, egal was ihr tut, verkauft auf gar keinen Fall Schriftrollen. Ihr werdet diese Schriftrollen brauchen. So, hier sind unsere Waffen, unsere neuen. Ich habe ganz vergessen hier zu zeigen,
fortzuführen. Das müsste Farbring, der neue Farbring sein. So, inwiefern unterscheidet der sich jetzt von unserem alten? Info. So. Waffenangriff 41 bis 50, physischer Angriff 286 plus 25, Präzision 215 plus 37, magische Präzision 215, Parieren 215, Angriffsgeschwindigkeit 2,0. Alt. So. Und der andere hatte, ja, ihr seht, also wenn man den vergleicht, die beiden, der ist deutlich besser, den wir jetzt haben. War aber auch klar. Sieht ja auch anders aus. Schätzchen, ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber wo hast du denn die Waffen hingepackt? Schick, schick. Ja, grafisch kann man noch dran arbeiten, aber an sich haben die dann, hat sich Aion doch, wo guckst du eigentlich hin? Oh, das war zu niedlich für diese Welt. Auf geht's. Wir haben noch Gegner vor uns. Gut, bereit. Feuer frei. So. Stoffhose des Windes. Verkaufen wir. Yay. Leider haben wir keine Gruppe, deswegen machen wir alleine. Aber ich glaube, das können wir auch nur alleine machen. Ich habe schon viel davon gehört, auch viele Aion-Let's Plays gesehen. Hier sich etwas zu kaufen, ist kompletter Blödsinn. Macht es nicht. Ist Blödsinn. So, Wächterlehrling hier. Welch ein Glück, es ist noch nicht zu spät. Was geht hier bloß vor sich? Wer hätte es gedacht, dass in dieser Höhle so ein Ort existiert? Wenn wir diesen Ort untersuchen, werden wir herausfinden, was sie mit dem Odium aus der Karabimine vorhaben. Verstanden. Und was du bist ein Schmuggler. Morelerk. Oh, ein neues Gesicht, Yang. Shugu hat gehört, dass gestern Nerk Geschäfte mit den Elios macht. Ist da wer auch gekommen, um etwas zu kaufen, Yang Yang? Haramel sieht gut an Sklavenhandel mit den entführten Kobolden aus Elysea und Skurf aus den Asmodea, aus Asmodee. Denn die Kobolde graben nach Odium und die Skurf züchten Odella. Sie haben sogar Fabriken zur Verarbeitung von Odium und Odella. Haramel ist also ein Knotenpunkt für den illegalen Ätherhandel nach Elysea und Asmodea, Yang Yang.동생인 코코빙이 도기룽이 있는 곳을 알지 꺄롱. 도기룽을 찾으면 하라멜의 흑막을 알 수 있을 거다. 냥냥. 소. Alles in allem haben wir jetzt alles verstanden. Wir müssen auf jeden Fall, hier ist unsere Besorgungsliste. Dreimal Rohodium, dreimal veredeltes Odella. Und dann geht's auch schon los. So, tun wir erstmal unseren Job hier. So, und wie immer natürlich alles einsammeln. Vieles können wir verkaufen.
Und wie gesagt, China, die Geldwährung hier ist wichtig. Denn wir werden später auch, ich weiß nicht genau, inwiefern, der Handel jetzt noch wichtig ist, also, ich komme gleich mal dazu. So, ich denke mal, ich würde auch später euch noch ein bisschen was erklären. Wenn ihr mir was erklären könnt, wäre das auch schön, wenn ihr schon mal ein bisschen was wisst. Wie gesagt, China wird extrem wichtig, wir müssen uns Heiltränke kaufen, wir müssen uns Essen kaufen, wir müssen uns hier, solche Sachen müssen wir uns kaufen, ne? Ich sage euch, wir werden auf jeden Fall viel. So. China brauchen. Ich zeige euch das nochmal kurz, weil es mir gerade halt auffällt. Elian. Hier in Elian. Elian ist, ich sag mal so, das ist der friedlichste Ort, den ihr in ganz Etrea, also auf dem ganzen Planeten, gibt es keinen friedlicheren Ort als Elian. Elian ist ja so ein kleines Dörfchen, auch sehr sehr friedlich auch. Früher haben sich da Tausende von Spieler getummelt, weil man hier auch sehr sehr viele Wohnungen kaufen kann, und ich würde mir auch nirgendwo anders eine Wohnung kaufen. Können wir uns hier ein Apartment mieten und das auch persönlich einrichten. Ja, es gibt auch Möglichkeiten noch woanders, hier kann man sich auch Wohnungen kaufen in Hyrawn, aber ich würde es halt nicht machen, ich wollte es wirklich in Elian machen. Elian ist wirklich sehr, 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 sehr schön und auch sehr, sehr friedlich. Es gibt hier Kreaturen, die sind sehr, sehr gefährlich, haben ein ziemlich hohes Level, aber es ist wirklich sehr, sehr schön, guckt es euch wirklich nochmal an. Auch wenn ihr neu im Spiel seid und ihr habt den Klassenwechsel bestanden, dann guckt auf jeden Fall mal vorbei. Wenn ihr jetzt anfangt, Ion zu spielen, dann könnt ihr auch gerne bei mir vorbeischauen. Ihr werdet ja auch hier im Let's Play dann sehen, wo quasi, oder im Gameplay, wo mein Apartment ist. Dann könnt ihr euch vielleicht auch eins mieten. Da können wir mal ein bisschen quatschen, uns ein bisschen unterhalten, ne? Wie gesagt, ich werde den Discord-Server, den ich habe, eventuell wieder ein bisschen erneuern, ein bisschen einrichten. Und dann kann man auch bestimmt einen Sprachchat machen, dann kann man sich ein bisschen unterhalten. Das ist veredeltes Podium, das wollen wir jetzt noch mitnehmen. Drei Stück sollen wir mitnehmen. Da ist das Rohodium. Was genau wird denn da eigentlich veredelt? Würde ich ja mal gerne wissen. Erledigen wir hier noch die Gegner. Immer schön die Sachen mitnehmen, nicht vergessen. So, Rohodium. Eins brauchen wir noch, genau. So, dann haben wir hier noch einen Gegner, zwei Gegner. So, haben wir alle Gegner jetzt perfekt fertig gemacht. Keiner mehr am Leben. So muss das sein. Meine Lieben, wir haben nur noch weniger als eine Minute, deswegen würde ich sagen, bleiben wir jetzt ein bisschen hier. Na gut, wir können den Gang können wir noch entlang gehen. Da ist nämlich, glaube ich, noch ein Gegner. So. Wird wahrscheinlich aber so sein, dass hier die... dass ich gucken muss, wo wir hier stehen geblieben sind, denn eigentlich kann man... Ich glaube nämlich nicht, dass man... Ich meine, man kann hier auch nicht einfach so pausieren.
Was würde kennen so ein Ort? Kennt ihr da wieder Gestanerk? Oder sieht sich kurz um Hatschugos großer Bruder Davea etwa hergeschickt? Etc. etc. So, das ist wieder ein längerer Text. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen. Ist auch nur die Mission. So Leute, dann war's das mit der Episode. Wenn ich das nächste Mal aufnehme, werde ich einfach... Ich denke mal, ich glaube, wir starten hier, ob wir jetzt wieder anfangen müssen, nochmal wieder das Ganze nachzuspielen, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Episode Iron Free to Play.